Liebe Zuschauer, willkommen zu meinem Vortrag über die Arschkarte. Wir kennen alle diesen Begriff, doch wo kommt er eigentlich her? Er stammt aus dem letzten Jahrtausend zu einem Zeitpunkt, wo das Fernsehen nur zwei Farben hatte, schwarz und weiß. Und immer dann, wenn der Schiedsrichter dem Spieler die rote Karte zeigt, zieht er die aus der Arschtasche raus, die Arschkarte. Und wenn du dich fragst, was das mit dir und deinem Business zu tun hat, dann erkennst du das an einem einzigen Gedanken, den du meistens dann denkst, wenn du ganz alleine bist. Ist es nicht so, dass wenn mehr Menschen wissen würden, was du tust, welche Probleme du lösen kannst, was du Gutes bietest, dann müssten die doch eigentlich vor deiner Tür Schlange stehen. Sich eine Wartenummer ziehen, dein Telefon würde nicht mehr stillstehen. Und wenn dann keiner anruft, dann fühlt sich das manchmal so an, als ob du die Arschkarte bekommen hast. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Von einer Firma, die tolle Produkte hat, super Mitarbeiter, aber einfach zu wenig Kunden. Und der Chef sagt, das muss anders werden. Trommelt alle Leute zusammen, die machen den ganzen Tag ein Meeting und überlegen, was könnte die beste Lösung sein. Punkt 17 Uhr sagt einer, ich hab's. Wir machen Telefonmarketing. Der Chef fährt nach Hause und sagt zu seiner Frau, Schatz, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben den Durchbruch. Beschwingt fährt der nächsten Morgen in die Firma. Und die Mitarbeiter sind alle noch da und sitzen direkt vorm Telefon. Nur total frustriert. Und der Chef sagt, hey, was ist mit euch los? Ihr wolltet doch Telefonmarketing machen. Ja, Chef, wir haben auch den ganzen Nachmittag, sogar den ganzen Abend, die ganze Nacht hindurch vorm Telefon gesessen. Und es hat niemand angerufen. Die Moral von der Geschichte, wenn du möchtest, dass mehr bei dir anrufen, dann musst du die richtigen Dinge tun. Und ich stehe als Kundengewinnungscoach dafür, dass du aus der Arschkarte deine Schatzkarte machst. Und wenn du jetzt denkst, hä, Schatzkarte, was hat das mit mir zu tun? Schatzkarte steht für reiche Beute. Doch wie das bei der Schatzkarte üblich ist, du kennst das aus dem Kino, ja, führt der Weg zu deiner reichen Beute direkt durch den Dschungel voller unbekannter Gefahren, wilder Tiere und giftiger Schlangen. Und deswegen nehme ich dich an die Hand und zeige dir einen sicheren Weg zu deiner reichen Beute. Das geht sogar dann, wenn du noch nicht so bekannt bist, noch keinen Spiegel-Bestseller geschrieben hast und noch nicht bei Markus Lanz in der Sendung warst. Wie läuft es üblicherweise, wenn einer deiner Kunden, deiner möglichen Kunden ein Problem hat und es lösen möchte, dich aber noch nicht kennt? Er fragt nach. Wo? Meistens bei Professor Dr. Google. Und wenn Google dann auf der ersten Seite ein Video-Interview präsentiert, das mit den Worten beginnt, liebe Zuschauer, willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Problem, wie du zum Beispiel die Angst vorm Autofahren loswirst. Dazu eine besondere Expertin bei uns zu Gast, Simone Morawiec. Sie ist Fahrangstbewältigungscoach aus Düsseldorf. Und wenn sie dann 10 Minuten all die Fragen beantwortet, die sie sowieso jeden Tag gestellt bekommt und am Ende die entscheidende Frage kommt, wenn jetzt einer unserer Zuschauer noch Fragen dazu hat, dieses Problem lösen möchte, darf er dann bei Ihnen anrufen? Und damit gewinnt sie die richtigen Kunden, denn Google und YouTube ist das neue Fernsehen. Und im Vergleich zum ZDF zeigt es dieses Interview nicht nur einmal, sondern immer zum richtigen Zeitpunkt, wenn dein Kunde sein Problem lösen möchte. Und mit der von mir entwickelten Videodominanzstrategie geht es auch für dich. Und damit machst du aus der Arschkarte deine Schatzkarte. Vielen Dank.